Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, diesmal wieder mit etwas Battlefield. Wir spielen ja Sniper auf Metro. Ich habe die SKS noch mit dem Anfangsscope, ich weiß jetzt gar nicht, was das ist. Ich glaube, achtfacher Zoom oder so. Und ja, es haben auch manche sich ein bisschen Sniper-Gameplay gewünscht. Hier ist es auch schon. Ich stelle erstmal ein Spawnback hin, damit meine Squad-Mitglieder schön weit vorne an der Front spawnen können. Bei Bedarf. Und hier rechts bin ich eigentlich meistens auf Metro, weil es ist eigentlich eine ziemlich gute Position. Man kann, wenn man es wagt, wenn man mutig genug ist, kann man rechts hier vorne zur Insel, von der aus man dann fast alles überblicken kann, genau diese Insel. Und man kann ja hier auch sehr schön links alles überblicken. Man hat jetzt vor Mörsern, wenn man gespottet wird und Mörser auf einen schießen, hat man jetzt nicht die beste Deckung. Und man hat dann nur diese Bäume da, aber ansonsten von der Lage her ist es schon ziemlich gut. Links diese Position noch von links zu snipern, da mag ich nicht so. Weil also, da ist auch häufig ein sehr hohes Gegneraufkommen. Ich bin jetzt hier zur Insel geschwommen. Ich bin auch schon öfters dabei gestorben, hier hatte ich Glück. Und ihr werdet gleich sehen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hin zu schwimmen. Achtung, ich habe einen feindlichen MG-Schützen gesehen. Es ist kein perfektes Sniper-Gameplay, ich habe auch einige Male gefailt, aber ja, hab ich habe jetzt Hilfe 90 bekommen. Aber es ist doch schon ganz gut geworden, denke ich. Es ist ja bei Metro in der ersten Phase, solltet ihr auf jeden Fall Sniper nehmen, wenn ihr. Ja, für Verteidiger eigentlich ist es wichtiger, aber auch als Angreifer kann man ruhig Sniper nehmen. Weil es ist hier ein relativ weitläufiger Park, ihr könnt euch schön verteilen. Und ja, man kann ja einen Gegner wischen. Hier habe ich ziemlich lange gebraucht, habe aber dann doch noch irgendwie einen Kill bekommen. Ich glaube, es dauert auch relativ lang, bis ich hier gestorben bin. Aber auf dieser Insel irgendwann wird man natürlich entdeckt, das ist immer so. Aber umso später, umso besser für mich und umso schlechter für die Gegner. Den habe ich jetzt mit einem Schuss erwischt. Auch hier habe ich ein bisschen gefailt. Man kann auch für die SKS, habe ich jetzt mittlerweile den 12-fachen Zoom freigeschaltet, den ich jetzt benutze. Das ist sehr schön halt für richtig weite Distanzen. Aber hier, wie gesagt, ich glaube, der 8-fache ist eigentlich auch schon okay. Aber wenn ihr zum Beispiel bei Golf von Oman oder so vom Hotel aus die ganze Map oder vom Kran aus die ganze Map überblicken wollt, dann ist ein 12-facher Zoom natürlich viel praktischer. Ja, von den Snipes her, das ist eigentlich mein Lieblingssnipe, die SKS, weil ihr habt halt jetzt mit Munition, Squad, ihr habt das erste Mal gestorben, mit Munitions, ja, Perk für euer Squad habt ihr da 20, 21 Schüsse. Damals reicht dicke, ihr könnt auf einen Gegner, wenn ihr ihn nicht so gut trefft und er bisschen sprayen müsst, könnt ihr ruhig 15 mal, 10, 15 mal draufballern in die Nähe von ihm und dann erwischt ihn fast immer. Und deswegen, ja, ich mag die Waffe sehr. Weil, und sie muss auch nicht nach jedem Schuss nachladen, wie es bei vielen Snipes das so ist. Sondern ihr könnt, wie gesagt, einfach wild umsprayen, was manchmal sehr nützlich ist. Hier habe ich jetzt zum Beispiel auch einen Schuss zu viel gemacht, spielt aber gar keine Rolle. Denn könnt einfach so oft ballern, wie ihr wollt, im Prinzip. Das ist jetzt ein bisschen kritisch hier. Habe ich den erwischt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, allgemein, ich dachte mir, es wäre wieder Zeit für ein Battlefield-Gameplay, denn ich habe die letzten 5-6 Tage, glaube ich, nur weitere Parts von der Meisterliga online hochgeladen. Da habe ich jetzt auch schon wieder was, also schon mehrere Teile voraus natürlich aufgenommen, aber die kommen natürlich nach und nach. Der Schuss war schön. Hat auch ordentlich Punkte gehagelt. Ich glaube, es geht sogar noch in die nächste Phase, aber wir sind auf jeden Fall, als das Team ist nicht so weit gekommen. Den habe ich auch ganz gut erwischt hier. Ich bin jetzt nicht der beste Sniper, aber ich habe es ein bisschen trainiert, ich kann es jetzt einigermaßen. Es ist noch natürlich viel, viel Verbesserungsbedarf und Potenzial da, aber ich spiele es auch nicht so oft Sniper, macht ab und zu schon mal Lust. Aber muss nicht unbedingt immer sein. Ich spiele am meisten eigentlich Support. Achtung,
oder Assault, aber eher auf Support. Pionier spiele ich nicht so oft, nur so auf, sagen wir, Teheran Highway. Wenn dann in der ersten Phase oder auch im gesamten Spiel spiele ich auch oft dann Pionier. Hier bin ich down gegangen. Oder bei, sagen wir, Operation Firestorm lohnt sich auch durchaus, Pionier zu nehmen. Am Anfang sind meine Stats noch sehr gut, das wird dann gegen Ende hin noch schlechter ein bisschen, weil ich bin dann noch bis ein paar Mal gestorben, glaube ich. Aber es ist ein ganz nettes Sniper-Gameplay geworden. Noch frisch von heute aufgenommen. Und ihr seht ja auch meine Teamkameraden, der eine ist auch Sniper. Es laufen mir fast nur Sniperinnen in dieser Phase. Den Typen habe ich jetzt übersehen, Pionier hätte ich kriegen müssen. Und was gibt es zur Map noch zu sagen? Also, ich habe die Beta nicht gespielt, deswegen habe ich noch nicht so diese Abmüdungserscheinung, wie das bei vielen ist, die die Map schon von der Beta in- und auswendig kennen. Aber ich habe die Beta halt nicht gespielt. Und deswegen finde ich die Map eigentlich schon ganz gut. Es ist keine typische Battlefield-Map. Es ist relativ schlauchig, vor allem dann später in den Metro-Schächten oder U-Bahn-Schächten. Aber es macht schon auch Lust, weil es ist, man muss sich, es gibt natürlich keine Fahrzeuge, aber dafür gibt es halt hier in der ersten Phase, ist erstmal schöne, also wenn man einen Sniper mag, dann kann man hier schön snipen im Park. Und danach geht's ab in die schlauchigen Gänge, zwei Rush-Phasen lang, bis man dann am Ende wieder rauskommt in der letzten Phase an die Häuser. Was dann auch nochmal ein bisschen anderes Gebiet ist, das Gebiet ähnelt dann eher wie an die Map Sand Crossing. Weil die beiden spielen ja auch in Paris und die Häuser da müssen natürlich ähnlich aussehen. Also das Gameplay ändert sich schon relativ stark innerhalb der Map, wobei natürlich der Großteil der Map sich in den Metro-Schächten abspielt. Bei Eroberung ja sowieso, bei Eroberung gibt es eigentlich zwei Flaggen in der U-Bahn. Im Oberschacht und die letzte Flagge ist dann da, wo bei Rush diese Häuser sind. Also dann die letzte Rush-Phase ist dann die dritte Flagge bei Eroberung. Und ja, bei Eroberung ist die Map dann nur reines Schlauchgemetzel in Gängen, würde ich mal sagen. Das ist dann, hat dann nicht mehr so viel mit Battlefield zu tun, aber man kann nicht sagen, dass die Map nicht Spaß macht, finde ich. Ist halt auch mal was anderes, wenn man dazwischen, sagen wir mal immer davor, sowas wie Firestorm gespielt hat und dann, was ja relativ freizügig ist oder frei und offen, und dann kann man auch mal wieder zur Abwechslung was Metro oder Großer Bazaar spielen. Ist ja auch gut, wenn es so ein bisschen Abwechslung gibt. Und wie gesagt, die erste Phase ist ja auch noch relativ weit und zügig von der Landschaft her. Ich bin hier auch in diesem Gameplay relativ weit an die Front gegangen jetzt, immer mehr gegen Ende hin, weil ich einfach ein paar Gegner abgreifen wollte. Ihr könnt ruhig auch als Sniper ein bisschen nach vorne rushen. Ihr solltet als Sniper, würde ich nicht empfehlen, die Bomben zu zünden, aber ihr könnt schon so in der zweiten Linie an der Front sein. Die vorderste Linie sollten Assaults und oder Supports bilden, aber da sollten keine Sniper mitmischen. Aber so als Deckungsgeber in unmittelbarer Nähe sind Sniper auch schon ganz gut geeignet. Ihr seht ja auch hier, der hatte unser Kollegen heftig abgeschossen. Der habe ich dann, habe damit den Angriff von uns unterstützt, indem ich ihn gekillt habe. Hier bei diesen Felsen verkämpfen sich auch relativ häufig Leute. Und hier habe ich jetzt die M40 auf 5 freigeschaltet. Ich habe gar keine Ahnung, was das für eine Waffe ist. Also natürlich ist es irgendein Snipe, aber wie genau die jetzt, was die genau jetzt drauf hat, weiß ich gerade nicht. Der hat sich jetzt leider gerade so hingelegt. Sonst hätte ich ihn noch erwischen können. Und jetzt habe ich mich auch noch ein bisschen weiter vorgewagt hier. War jetzt schon ziemlich nah bei A dran.
bin dann natürlich dadurch auch ein ziemlich hohes Risiko eingegangen. Und das war jetzt der Ultimate Fail dieses Gameplays hier. Den hätte ich kriegen müssen, den Typ. Ich habe viel zu zögerlich geschossen, gerade mit der Pistole, mit der G18. Die ich übrigens nur empfehlen kann. Man kann halt. Es ist kein Einzelschusspistol, sondern halt Halbautomatik. Man kann mehrere Schüsse hintereinander machen und das ist ziemlich praktisch. Den Typ mit dem Baum habe ich jetzt auch ganz gut erwischt. Also Bäume sind generell nicht die beste Deckung auf Metro, würde ich euch nicht so empfehlen. Gibt zwar diese dickeren, weil ich finde es besser, wenn ihr könnt ruhig ziemlich weit nach vorne gehen und euch dann ins Gras legen, da wird euch niemand finden. Wenn ihr dann auch noch eine schallgedämpfte Waffe habt, dann seid ihr fast unsichtbar. Und den Typen, das habe ich jetzt nicht so ganz gesehen, da war so ein kleiner Dunst davor, wie ihr seht, und den habe ich dann. Weiß gar nicht, ob ich ihn gekillt habe, aber er war so hinter diesem Baum. Ja doch, hab ihn noch bekommen. Mit einem schönen Header. Und wenn ihr dann als Sniper in den Nahkampf geht, dann empfehle ich auch eher die Pistole. Was der Typ da wollte, weiß ich auch nicht genau. Hat sich da so auf das Gebiet vor A konzentriert und dann konnte ich ihn einfach schön das Hirn zerschmelzen. Den hätte ich auch schon viel früher killen können, aber wie gesagt, bei der SKS überhaupt kein Problem. Könnt einfach drauf los sprayen, obwohl es ein Snipe ist. 20 Schüsse, wie gesagt. Das finde ich halt schön. Weil ihr habt ja gesehen, ab und zu gebe ich schon schöne Headshots, aber meistens ist es doch besser, wenn man einfach nicht unbedingt auf den Kopf zieht, sondern eher Body Shots machen kann und dann 5 Stück oder so und dann den Typen down hat. Weil wenn ihr eine Einzelschuss-Sniper habt und dann nach jedem Schuss nachladen müsst, dann, wenn ihr den Gegner einmal trefft, dann ist er gewarnt, da kann er noch weglaufen, dann müsst ihr erstmal nachladen und dann könnt ihr es killen. Das ist, wenn man nicht der Profi-Sniper ist, ist es nicht so praktisch. Aber wenn man was Richtiges drauf hat als Sniper, dann ist es sicher auch gut. Mein Team war, wie gesagt, richtig schlecht. Wir sind nicht über die erste Phase hinausgekommen. Aber mir ging es auch nicht darum, jetzt ein Gameplay hochzustellen, indem ich gewinne, sondern einfach mal, indem ich ein bisschen snipe. Ist ja eigentlich ganz gut gelaufen. Das war jetzt, glaube ich, auch schon mein letzter Death. Das Gameplay müsste gleich vorbei sein. Ja, das war's. Nicht über die erste Phase hinausgekommen, aber wenigstens gab es dadurch eine gute Gelegenheit, mal ordentlich zu snipen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin hier, glaube ich, Dritter geworden oder so. Nur durch Snipen. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Schreibt mir, was ihr das nächste Mal von Battlefield Gameplay sehen wollt. Sei es Pionier oder bestimmte Waffe, was auch immer. Und, ja, auf Wiedersehen.